Hallo, liebe Gesundheitsfreunde. Heute in diesem Video möchte ich mal so ganz privat darüber sprechen, dass ich da auch ein bisschen auf dem Holzweg war oder auf dem Holzweg bin, wenn es darum geht, dass ich habe die ganze Zeit ja immer propagiert, dass die gesunde Form der ketogenen Ernährung einfach auch damit zusammenhängt, dass man mindestens 400 bis 500 Gramm Blattgrün, grüne Salate und grüne Gemüse isst. Jetzt ist mir jemand begegnet in meiner Laufbahn. Ich bin ja immer sehr hart am Recherchieren und am weiter mich entwickeln und weiter lernen. Und da bin ich auf eine Webadresse gekommen, die nennt sich EO Nutrition. Und auf dieser Seite, das ist also leider auch eine englische Seite, aber auf dieser Seite habe ich gelernt, was Oxalsäure tatsächlich bei uns im Körper anrichten kann. Ich bin Silvia Staparelle und ich bin Gesundheitstrainerin. Man kann auch sagen Gesundheitsmanagerin, denn ich helfe Menschen, die beste Hälfte ihres Lebens voller Gesundheit, voller Vitalität und frischem Selbstvertrauen zu verbringen. Das ist auch mein persönliches Ziel und deswegen mache ich auch diesen Kanal. Natürlich geht es hier auch darum, wie komme ich erfolgreich aus dem Lipödem? Weil das ist eine Erscheinung, die inzwischen jede 10. Frau in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum betrifft und mich natürlich auch. Ich habe auch HPU, und das ist eine weitere Stoffwechselkrankheit, die also nicht ohne weiteres wieder weggeht, genauso wie das Lipödem. Dennoch habe ich einen Weg für mich gefunden, wie ich alles sehr gut in meine Gesundheitsperformance integrieren kann, ohne Abstriche machen zu müssen in der Energie, in meinem persönlichen vitalen Lifestyle. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich lebe auf einem 5-Hektar-Hof, habe einen Malinois als, ja, als meinen ständigen Begleiter. Und wer die Rasse kennt, der weiß, wie stark sie auch fordern kann. Und ja, man muss schon wirklich vital aktiv und sehr sportlich sein, um auch diesem Hund gerecht zu werden. Im heutigen Video geht es also um das Thema Oxalsäure, Oxalate, ja, so nennt sich das in Englisch, Oxalates. Und das ist wirklich echt brisant. Es hat mir die Augen geöffnet, dass man nicht einfach so wahllos alles essbare Grün in seinen grünen Drink hineintun sollte und dann schauen, was kommt da am Ende raus. Und das Hauptsache Grün, alles ist gut für mich. Natürlich ist dieses Thema auch deswegen interessant, weil wir mit einer gesunden Form der ketogenen Ernährung oder überhaupt mit einer ketogenen Ernährung, die ich ja auch favorisiere, weil wir schon aus natürlichem Grund des Alterns auch eine gewisse Insulinresistenz mit jedem Jahr entwickeln und deswegen besser bestellt sind, wenn wir einer kohlenhydratarmen, ja, oder kohlenhydratlosen Ernährung folgen. Also einer sehr kohlenhydratreduzierten Ernährung, die uns dazu bringt, einfach gesünder, vitaler und kognitiv auf dem höchsten Stand zu sein. Ja, man kann auch Dinge ändern mit dieser Ernährungsform, die schon ziemlich schief gelaufen sind, wie bei mir selbst auch kognitive Fähigkeiten, besonders auch das Kurzzeitgedächtnis hat bei mir gelitten. Und jetzt mit der gesunden Form der ketogenen Ernährung im vierten beziehungsweise fast fünften, Anfang fünften Jahres, kann ich da viel aus dem Nähkästchen plaudern. In der Zwischenzeit habe ich aber entdeckt, dass die Oxalsäure gerade bei Menschen wie mir mit Lipödem und HPU, die eine Histaminabbauschwäche haben, darauf hätte ich halt einfach ursprünglich hinaus, dass die ketogene Ernährung eben eine auch histaminreiche Ernährung ist. Und dass man mit dieser Ernährung eben einfach, wer da schon sensibel ist, und jede 10. Frau hat nicht nur Lipödem, sondern jede 10. Person hat auch HPU, so wie ich. Und das bedeutet unter anderem eben eine Histaminabbauschwäche. Dann wird das Thema Oxalates oder Oxalsäure wirklich gravierend. Ich habe an mir selbst entdeckt, dass ich bin nämlich ein, muss ich gestehen, ein Schokoladenjunkie, ein Kakao-Junkie.
Und ich liebe Mandelmus. Beide Dinge sind, nein, ich liebe noch ein drittes Ding und das ist Kaffee. Also Schokolade, Mandelmus und Kaffee, muss ich sagen, muss ich stark in meiner Performance reduzieren. Das tut mir sehr, sehr leid, aber ich habe gemerkt in meinem Selbstexperiment, dass aufgrund der hohen Oxalate-Werte in diesen drei Dingen mein Körper mit im Laufe der Zeit immer, immer sensibler reagiert hat und noch stärker im Histaminabbauproblem stecken geblieben ist. Seitdem ich die schwarze Schokolade, den Kaffee und auch das Mandelmus deutlich reduziere, geht es mir rundherum viel besser. Ich möchte mit euch teilen, warum das so wichtig ist. Oxalsäure, man findet im deutschsprachigen Raum kaum etwas darüber, dass das wirklich so gravierend gesundheitsverändernd ist. Die meisten Dinge, die man im deutschsprachigen Raum findet über Oxalsäure, ist das, ja, man soll, wenn man bestimmte Präposition hat, zum Beispiel Nierensteine oder Nierenprobleme, sollte man darauf achten, dass Oxalsäure reduziert ist in der Ernährung. Dann gibt es die eine oder andere Tabelle, die widersprechen sich meistens, indem man herausfinden kann, wie viel in den Lebensmitteln an Oxalsäure vorhanden ist. Ich habe an meinem Körper wieder mal experimentiert und herausgefunden, dass das nicht immer mit den Tabellen übereinstimmt. Es gibt für jede Konstitution und für jeden Körper so spezielle Trigger. Und bei mir waren es eben diese drei. Ich möchte aber auch erwähnen, dass auch der Gründrink, also den ich favorisiere und der für mich sehr, sehr gut ist, auch Komponenten enthalten kann, die zu viel Oxalsäure enthalten. Und dann passiert das Gleiche, wie wenn ich Mandelmus, also Mandelmehl auch, alles, was aus Mandeln besteht, Mandeln haben einen hohen Oxalsäurewert, dass das dann eben auch in die Hose gehen kann und sich darin äußert, dass sich bei mir die Schleimhäute, also anschwellen, besonders in der Nase, und ich dann keine Luft mehr kriege. Das ist ein großes und wichtiges Zeichen dafür, dass ich mit Oxalsäure, weil ich weiß, dass ich eine Histaminabbauschwäche habe und ich gerne ketogen ernähren mich möchte, weil ich dann in der Energie bleibe, dass ich diese Dinge alle unter einen Hut bringen möchte und auch kann, wenn ich mehr als alle anderen Menschen beachte. Also mehr als die normalen Menschen. Und das mache ich, indem ich ganz genau auf meinen Körper höre. Ich möchte hier unter dem Video noch eine kleine Liste, meine persönliche Favoritenliste teilen mit dir, in der vorhanden ist die für mich am größten triggernden oxalsäurehaltigen Lebensmittel. Wenn du auch ein Problem hast mit Lipödem, aber auch gleichzeitig vielleicht ein HPU-Problem hast, so wie ich, und damit eine Histaminabbauschwäche, dann solltest du dir diese Liste genauer anschauen, vielleicht am besten auch herunterladen. Oxalsäure entwickelt sich besonders im Körper zu Kristallen, wenn es sich an Kalzium bindet. Und das ist auch der Punkt, weshalb viele Menschen mit Nierengries oder Nierensteinen also ganz empfindlich auf Oxalsäure reagieren, auch wenn sie kein Lipödem und auch wenn sie kein HPU haben. Wenn also du zu jemandem gehörst, der schon bei Stadium 3 oder sogar bei Stadium 4 ist, bei einer Niereninsuffizienz oder Nierenfunktionsstörung, dann unbedingt darauf achten, dass du keine Lebensmittel mehr mit erhöhten Oxalwerten konsumierst. Oxalsäure kann ein Mensch, der noch gut funktionierende Nieren hat und der auch in der Energie ist und wo die Stoffwechselprozesse ganz vernünftig funktionieren, der nicht in der Insulinresistenz steckt, also Leute, die schon länger in der Keto sind und die Insulinresistenz besiegen konnten, für die ist es also jetzt kein großes Unglück, wenn sie auch hin und wieder medium oxalsäurehaltige Lebensmittel wie zum Beispiel den Kaffee konsumieren
ohne dass sie davon jetzt gesundheitliche Nachteile bekommen. Der Schlüsselpunkt ist der, dass Oxalsäure wieder besser ausgeschieden werden kann, wenn genügend getrunken wird. Das ist unglaublich wichtig, damit der Körper in der Lage ist, auch höhere Werte von Oxalsäure immer wieder auszuscheiden, anstelle sie irgendwo in die Gelenke zu schieben, wo es dann oder auch in andere Gewebe, wo es dann wirklich zu Problemen, zu Schmerzen, zu diffusen Problemen kommen kann, auch Gehirnnebel. Denn es ist ein Trugschluss zu sagen, dass Oxalsäure sich hauptsächlich in den Nieren ablagert. Das ist auch ein Punkt. Aber Oxalsäure kann sich auch in jedem anderen Gewebe manifestieren. Auch in den Gefäßen, aber auch in bestimmten Organen. Es ist eine gut belegte Theorie, dass Oxalsäure auch mit verantwortlich sein kann für Fibromyalgie, also für diffuse Schmerzen im Körper, Nervenschmerzen, aber auch für viele andere Dinge, die man sich sonst so nicht erklären kann. Das liegt daran, dass Oxalsäure im Körper in Verbindung mit einem Mineralstoff richtig scharfe, kleine Mini-Splitter oder ja, so kleine, scharfkantige Partikel bildet, die eben für Mini-Läsuren, für Mini-Verletzungen, also für Reparaturen dann im Körper sorgen. Also erst ist die Verletzung da, dann wird eine Narbe gebildet. Und wie man weiß, ist das Narbengewebe ja inflexibler und dann ist das Gewebe an der Stelle eben auch fester, ne? Und weniger gut versorgt, weil Narbengewebe ist A, schlecht durchblutet und B, unflexibel. Und da ist noch ein Riesenpotenzial, das genauer mal sich anzuschauen. Ich werde auch dranbleiben. Diese Seite www.eonutrition ist auf jeden Fall für jeden, der mit der englischen Sprache vertraut ist, wirklich eine Offenbarung. Und das möchte ich hier in diesem Video eben teilen, dass der Initiator dieser Webseite sehr tief gräbt und wirklich spannende Dinge über die Oxalsäure zum Besten gibt. Er hat das auch alles mit Studien hinterlegt. Und ich würde wirklich empfehlen, er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Schaut euch das an. Das ist ultra spannend. Und ich hoffe, ich konnte hiermit einen ersten Impuls geben. Ich werde selbst auch dranbleiben und euch weiter darüber informieren, was es mit der Oxalsäure alles auf sich hat. Ich danke fürs Zuschauen und bis bald wieder.